Das ist der hier. Dann haben wir hier Shane Schüttler Mulrian. Seele erkunden. Du siehst einen abgemagerten Jungen in Ketten mit schwarzen Höhlen statt Augen, der blind auf eine Wand starrt. Ein Mann in einem dunklen Mantel tritt herein. Er hält eine Schriftrolle und eine merkwürdig geformte Feder in der Hand. Der Junge starrt ihn ausdruckslos an. Eine Leiche, die auf Belebung wartet. Der Mann schnalzt deutlich abfällig mit der Zunge. Der Junge steht mit hängenden Gliedern auf. Der Mann nimmt die Feder und fängt an, auf die Brust des Jungen zu schreiben, indem er spitze, verwinkelte Symbole von der Schriftrolle kopiert. Der Junge bleibt regungslos, während sich die Feder in seine Haut gräbt und blutende Stellen hinterlässt. Der Zauberer endet mit einem Schnörkel und bellt ein geheimnisvolles Kommando, das den Symbolen ein trübes Grün verleiht. Der Junge schreit auf, fällt hart mit den Knien auf den Steinboden auf. Seine Brust schwarz und rot brennt. Schließlich verschwindet das Grün und hinterlässt nur harte schwarze Narben auf der Haut. Er fällt zuckend zur Seite, während er die Augen verdreht. Der Zauberer grunzt und tritt ihm auf dem Weg nach draußen auf das Bein. Der Junge liegt bis zur Dämmerung auf dem Boden, die Augen weiterhin wie schwarze Löcher, während die Zuckungen zu krampfhaftem Schütteln werden. Ja, manche Geschichten sind creepy. Sila Amin. Du siehst eine lange leere Straße, die zwei große Getreidefelder voneinander trennt. Die Luft ist kaum in Bewegung und das Land scheint für den frühen Nachmittag viel zu ruhig zu sein. Diese Frau geht ein Pferd führend langsam die Straße hinunter und sieht sich neugierig um. Sie scheint zu spüren, dass etwas nicht stimmt, aber sie kann nicht genau erkennen, was es ist. Sie bleibt stehen und nickt, ihre Nase schnüffelt in den Wind. Ihre Stirn liegt in Falten und sie schaut sich nach irgendetwas um. Der Himmel ist klar, keine Wolken. Sie schnüffelt nochmal, während sie sich immer noch mit verwirrtem Gesicht umschaut, flüstert ein einzelnes Wort: Feuer. Sie schaut über die Felder hinweg, worauf sich ihre Verwirrung in Angst verwandelt. Sie hält ihre Hand schützend gegen die Sonne hoch und zieht noch einmal hin. Da sie nicht findet, wonach sie gesucht hatte, springt sie wieder in den Sattel, ihre Angst nur reine Panik. Sie gibt dem Pferd die Sporen und lässt es den Pfad entlang galoppieren, der um einige Bäume herum zum Bauernhaus führen sollte. Mit entsetztem Gesicht hält sie kurz vor den verbrannten und schwindenden Resten ihres Elternhauses an. Mit hängenden Augen treibt sie dem Pferd wieder die Sporen in die Seite und rast auf die Trümmer zu. Mhm. Gut, hier oben gibt es sonst nichts mehr. Wir können ja mal kurz noch auf den Balkon gucken. Aber soweit ich weiß, gab es da auch nichts. Nee, nur die Dörfler hier draußen. Hast du die Glocken gehört? Ich glaube, das sind schlechte Nachrichten. Und ich habe es ihr noch gesagt, das ist nicht die Pistole. Ha. Glaubst du, dass sie ja sagen würde? Wenn sie wahnsinnig genug ist, mit dir ins Bett zu gehen, warum soll sie dich da nicht heiraten, wo sie schon mal dabei ist? Ich will, dass sie in der großen Stadt besseren Goldrot gegeben hat. Okay. Oh, schnappen wir uns noch die Pflanze hier. Bist du jemals in Trutzbucht gewesen? Ja, zum schwarzen Hund. Der angesammelte Rauch und das Koffett haben das Fenster vernebelt. Mhm. Okay, das heißt. Wir übernachten jetzt. Well met, friend. Ich hätte gerne ein Zimmer. Gewiss, du bist hier immer willkommen. Dauert zwei Rastpausen an. Entschlossenheit plus zwei. Der Gemeinschaftsraum, der kostet nichts. Ja, ich will im Gemeinschaftsraum erstmal rasten. Du schläfst ruhelos und fieberhaft und im Schlaf wirst du von Gezisch und Geflüster attackiert, über das sich ein erstickendes Angstgefühl wie eine Decke legt.
Du öffnest deine Augen, um aufzuwachen und findest dich vor dem Galgenbaum in Goldtal wieder. Das Knarren der Seile wird in deinem Verstand immer lauter, bis das Geräusch ohrenbetäubend ist. Am Baum hängt eine alte Zwergin, deren Gesicht wie eine zerfallende Frucht nach innen gesunken ist. Ihr Kopf schlaff zur Seite. Als du sie ansiehst, wird sie in deinem Verstand immer größer und größer, bis sie schließlich nur noch weniger Zentimeter von deinem Gesicht entfernt ist. Plötzlich reißt sie ihren Kopf nach oben und ihre leeren Augen auf. Die dahinterliegende riesige Leere lässt ihr den Magen in die Knie sinken. Sie öffnet langsam den Mund und begleitet von einem widerlichen Luftstoß dringt ein einzelnes Wort an deine Ohren. Wächter. Du reißt dich aus dem Traum, aber der üble Geruch der Zwerge steht immer noch in der Nase. Der Schweiß läuft dir in dicken Tropfen von der Stirn und deine Haut ist von Kopf bis Fuß schweißnass. Du erinnerst dich an die Frau. Du erinnerst dich daran, ihr verfallendes Gesicht gesehen zu haben, als du mit dem Magistrat sprachst. Beseelerin, so hatte er sie genannt. Obwohl dich das mit einer mulmigen Ahnung erfüllt, spürst du einen merkwürdigen Drang, diese Frau noch einmal zu treffen. Auch wenn du nur sicher gehen willst, dass sie wirklich tot ist. Ja, Stufenaufstieg. 7 Punkte. Hätten wir warten sollen. Also Mechanik, Athletik und Überleben, das sind so die Sachen, die ich steigern möchte. Mechanik einfach, damit wir die Person sein können, die Sachen entschärft. So. Jetzt kann ich eine Aura wählen oder Flammen der Hingabe. Beschwört das innere Feuer des Paladins herauf. Seine ausgerüsteten Waffen gehen in Flammen auf und fügen seinen nächsten Angriffen Brandschaden zu. Kann ich zweimal zur Begegnung machen. Dadurch mache ich 12 bis 18 Schaden. Plus 50% Schaden als Brand. 20 Genauigkeit. Ich kann aber auch eifriger Fokus machen. Modal, Geschwindigkeit, sofort. Das ist eine Aura. Befreundete Einheiten in der Aura. Plus 6 Genauigkeit, 15% leichte Treffer, umgewandelt in Treffer. Ja, eifriger Sturmangriff. Einheiten in Aura plus 2 Bewegungsgeschwindigkeit, plus 15 beim Zurückziehen. Inspiriert den Paladin und alle umstehenden Verbündeten, sich leidenschaftlich in die Schlacht zu stürzen und erhöht ihre Bewegungsgeschwindigkeit und Absatzangriff, Verteidigung. Kann ich gemeinsam mit anderen eifrigen Auren aktiv sein. Geschwindigkeit sofort. Ja, ich hätte aber gern eifrige Ausdauer, weil das erhöht die Schadensreduktion und wandelt 15% Treffer in leichte Treffer um. Erfüllt Paladin und seine Verbündeten mit unerschütterlichem Selbstvertrauen, wobei ihre Schadensreduktion gesteigert wird und eingehende Treffer teilweise in leichte Treffer umgewandelt werden. Kann ich gemeinsam mit anderen eifrigen auch aktiv sein? Das hätte ich gerne und sonst kriege ich nichts. So, Alof. Warum kann Alof den Zauber nicht wirken, wenn er im Zauberbuch ist? Ja. Gut, Stufenaufstieg bei Alof. So. Da sein Wissen hoch ist, gebe ich ihm mal Athletikpunkte und Überlebenspunkte ein bisschen. Ich kann Stufe 2 Zauber. Dann würde ich am liebsten ein Spiegelbild nehmen. Ich kann aber noch einen zweiten Feuerstrahl. Nee, rollende Flamme möchte ich auch nicht gerade. Nekrotische Lanze. Ja, nehmen wir die nekrotische. Wobei, ein Feuerstrahl ist eigentlich nicht schlecht. Ich muss ihn nur richtig hinstellen. So.
Die beiden Zauber sind auch schon ausgewählt. Wie gesagt, keine Ahnung, warum ich den Zauber nicht benutzen kann. Jetzt dürfte ich gar keinen benutzen können. Jetzt kann ich aber trotzdem nur die, die ich auch wirklich gelernt habe. Indeed. Wahrscheinlich müsste ich den wirklich erst lernen. Hm. So, was sagt denn mein Tagebuch? Zu spät zum Abendessen. Pascha, die Schankwirtin der Schenke zum Schwarzen Hund, war es ist dankbar, dass ich Tenrif sicher zurückgebracht hatte. Sie bot mir als Gegenleistung für meine Hilfe einen Rabatt auf Essen und Unterkunft in der Schenke. Vision und Geflüster. Ja, der Magistrat hat mir geraten, mich etwas auszuruhen, während ich auf eine dauerhafte Unterkunft warte. Vielleicht ist das auch das Beste, um dieser Krankheit ein Ende zu setzen. Ja, in meinem Traum hörte ich die Stimme einer Frau, einer toten Frau, die an einem Baum im Zentrum von Goldtal hängt. Es mag mal nichts anderes als ein Traum gewesen sein, aber er wirkte merkwürdig real. Ich versuchte, dorthin zurückzukehren und mich selbst davon überzeugen, ob etwas daran war. Mein Zustand ist unverändert und ich kann nicht gut schlafen. Also ja, hundertprozentig perfekt ist die... Yes? Yes? Ist die Dings auch nicht, die Übersetzung. Aber besser als vorher. So, jetzt hat Alof noch einen kleinen Schild, der passt zu seinem Degen. So, dann reden wir mit der Frau und holen uns Idea, damit wir wieder zur Kreuz nach Talholz zurückkehren können. At once. Der Mann grinst, willkommen in unserem entzückenden Dorf. Ja, und ich will eigentlich... Zwischen den Wurzeln verstreut liegen Armbänder aus Zwirn und Glasperlen, verwelkende Blumen vom Regen, teils verwaschene Notizen herum. Da kann ich mit dir reden, gut. Der gedrungene, aufgeblähte Körper einer alten Zwergin baumelt von einem krummen Ast, der sich durch den Zug ihres Galgenstierkes durchbiegt. Das aufgedunsene Fleisch ihres Halses, das stellenweise wie mottenzerfressenes Leinen aussieht, stülpt sich über das Seil, an dem sie hängt, und ihr lebloser, nach vorne gebeugter Kopf rollt beim Wechseln der Brise steif von einer Seite zur anderen. Du nimmst um sie herum ein schwaches Leuchten wahr, das aber keine Schatten auf seine Umgebung wirft, sich aber lauwarm anfühlt. Du glaubst, nach ihm greifen und es berühren zu können, aber nicht mit deinen Händen, sondern mit einem Aspekt deiner selbst, das keine weltliche Dimension hat. Nach der Frau greifen. Klare Gedanken fassend und dich auf dein Ziel konzentrierend, holst du tief Luft. Als du ausatmest, merkst du, wie du dich nach der hängenden Frau ausstreckst. Du nimmst alles, was zwischen dir und ihr liegt, mit neuem, ungewohntem Bewusstsein wahr. Nachdem du dich weit genug gestreckt hast, um sie zu berühren, gibt es in deinem Verstand einen plötzlichen Ruck. Ein klingendes elektrisches Aufbranden von Bildern, Worten und Geräuschen. Du schließt willkürlich deine Augen und spürst, wie du an einem Ort, der nur von dir und der hängenden Frau eingenommen wird, in eine Art tieferes Bewusstsein hineingezogen wirst. Als du deine Augen wieder öffnest, starrt sie dich mit milchigen Augen an, wobei ihr Körper noch immer im Wind schaukelt, den du nicht mehr spürst und an einem Baum hängt, der nun in einer nebligen Leere steht. Die Frau nickt dir langsam zu, was das Seil knarzend quittiert und lächelt dich an. Have you come here for me, dear? Or have you gotten lost? Ah, it is both, I think. Bist du meinetwegen hergekommen, Schätzchen, oder hast du dich verlaufen? Sie kneift ihre Augen zu, als sie zu dir hinabspäht. Ah, ich glaube, beides, ja. Bilde ich mir das ein? No, I think not. A pity that. It would be simpler. A mercy even. To not have to wander anymore, no? Alas, we are here, you and I. Wherever here may be.
Sie überlegt einen Moment lang und schaut an ihren eigenen schlaffen Körper hin. Na, ich glaube nicht. Ihre Zunge schnalzt und sie schüttelt ihren Kopf. Ach, wie schade. Wäre doch einfacher gewesen, gar eine Gnade, sich keine Fragen mehr stellen zu müssen. Doch leider sind wir hier, du und ich. Wobei sich die Frage stellt, wo hier sein könnte. Wie kannst du noch mit mir sprechen? Is that what we're doing? Perhaps it just seems that way. Perhaps it is the easiest way for your mind to make sense of it. I think it is a very good choice.